Mein Name ist Helga Molling. Ich war Tänzerin in diesem Haus von 1964 bis 1980 und dann bin ich sozusagen ins Büro gegangen. Ich bin erst in den Besucherdienst und später dann in die Gästebetreuung. Und da habe ich erst vor einem Jahr aufgehört. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das Haus ist eben mein Leben, das muss ich sagen. Ich habe ein ganzes Leben hier verbracht in diesem Haus. Meine Erinnerung oder meine erste Assoziation, was mich fasziniert, also dieses Haus ist etwas ganz Besonderes, ist eben ein Showtempel, es ist ein Revuehaus, es ist eine Revue, sagt man heute nicht mehr, es ist, das sind Dinge, ja, mit wunderbaren Künstlern und die tollen Shows, die tollen Ideen, die diese Menschen haben, immer wieder neu, und das ist etwas, wo ich, also immer fasziniert, und wenn ich höre, mein Friedrichstadtpalast, na, dann geht die Sonne auf, und ach ja, und ich muss auch immer mal telefonieren und muss immer mal fragen und ja, und unbedingt immer kommen, wenn es wieder anfängt oder wenn es wieder aufhört, und natürlich zu Premieren. Es war auch so, dass man, wenn man sagte Friedrichstadtpalast, hat man das ja verbunden mit der Kicklein. Und man war etwas, das war ein etwas Besonderes. Wo bist du, wo arbeitest oder wo tanzt du? Ich bin im Friedrichstadtpalast. Ach, das haben wir gesehen. Und das war, da war man als Girl oder als Tänzerin, das war was Besonderes. Von den Solisten wurde gar nicht so gesprochen. Aber wenn man sagte, ja, und der Girl, natürlich mache ich das, natürlich bin ich da dabei. Oder so. Also das war dann schon was Besonderes. Und das habe ich, ja, die habe ich wirklich gern getanzt. Das war toll. Waren auch schicke Kostüme zum Teil dabei. Ein wunderschönes Kostüm wäre für mich jetzt dieses hier. Das liebe ich sehr. Das schmale Kleid und dazu dieses wunderschöne Cape. Das hätte ich gern. Also das würde ich auch, also das würde ich auch abends tragen. Da käme ich gern mal, ja, mit diesem, also das liebe ich sehr. Wenn das auftritt, dann, und natürlich dann diese Kopfputze, die hier sind in der Show. Diese großen Glitzersachen, die sind ja traumhaft. Meinem Palast wünsche ich für die nächsten 100 Jahre, 200 Jahre, 500 Jahre ein langes, langes Leben, Gesundheit, viele, viele schöne Ideen, diese wunderschönen Menschen, diese schönen Kostüme, alle dies, und dass vieles gutes, schönes Publikum kommt, fröhliches Publikum, die sich daran erfreuen können, so wie wir es immer gemacht haben.